Hey, hey, gleich geht's los mit der 6. Folge von 2½ Brain Games Staffel 2. Danach werden wir wissen, wer die Staffel 2 gewonnen hat, der oder die Siegerin ist. Und bevor es losgeht, aber noch eine Info für euch. Es wird nämlich gleich ein Spiel geben, bei dem der Kandidat überhaupt nicht weiß, dass es ein Spiel ist. Ein Lucha Underground Quiz, bei dem ich quasi immer wieder Fragen stellen werde, ohne das als Spiel anzukündigen. Ich bin gespannt, wie das ausgehen wird. Ich hoffe, ihr seid es auch. Und jetzt wünsche ich euch viel, oder wir wünschen euch viel Spaß bei 2½ Brain Games. 1, 2, 3, 4. Wir starten durch mit der letzten Folge. Jetzt wird gleich der Sieger oder die Siegerin feststehen. Wer macht das Rennen in Staffel 2? Und heute zum Finale habe ich nochmal einen Gast von weit, weit her eingeladen. Er ist die Bestie aus dem Norden. Der Typ, der sich schon vor Corona an die Maskenpflicht gehalten hat. Es ist Dave Davis. Herzlich willkommen. Ja, die Antworten war gar nicht mal so dumm. Sehr, sehr lustig. Schön, dass du dabei bist. Ich habe extra wegen dir hier mein Robbentuch aufgesetzt, falls du das siehst oder man das erkennen kann. Wir spielen jetzt zusammen 2½ Spiele miteinander. Das halbe Spiel ist klar, was es ist. Wir spielen Stadt, Land, Arsch. Okay. Du bekommst gleich per Glücksrad einen Buchstaben zugelost und musst mir dazu einen Wrestler, ein Moveset und einen Kraftausdruck, ein Schimpfwort sagen. Logisch, oder? Moveset ist ein Move. Ja, genau, ist ein Move. Ich war jetzt zu sehr in SmackDown vs. Raw 2007, glaube ich. Natürlich ein einzelner Move. Wir drehen das Glücksrad für dich. Dein Buchstabe zeigt an, ist ein L. Lex Luger. Move. Leck mich fett, ist mir das scheißegal. Und leck mich. Okay, leck mich fett, ist mir doch scheißegal. Was muss man sich unter diesem Move vorstellen? Über 18. Okay, dann können wir jetzt nicht, wenn wir bei YouTube bleiben wollen. Im PG-Fernsehen nicht so ganz genau. Ja, nicht schlecht, der wurde aus der WWE verbannt. Ja, mit einem, mit einem wie dir lege ich mich nicht an. Drum lassen wir das jetzt einfach mal gelten. Ja, null Punkte ist egal. Wirklich? Mit vier reicht es, das passt. Ausreichend ist okay. Du bist jemand von den Leuten, ich glaube, ich kenne dich schon tausendmal länger, als du mich kennst. Ich habe dich damals zum ersten Mal im NEW Hotspot gesehen. Und wenn ich mich recht erinnere, warst du auch Champion, oder? Warst du irgendwann mal Champion bei der NEW? Ja, zwei oder dreimal sogar. Und Deckham Champion und Gedöns auch, ja. Okay, wann warst du zum ersten Mal? Ich war sehr erfolgreich in der NEW. Ja, wann warst du da zum ersten Mal Champion? Ja, damals. Okay, verstehe schon. Keine Ahnung, ich hab's nicht mit Daten. Okay, verstehe ich. Und das nächste Mal sind ja wir neulich sogar im Ring aufeinander getreten. Ich habe hier ein kleines Foto dabei. Ja, ein halbes Match, Alter. Ein halbes Match nur. Strauzi! Immer wenn ich das Foto ansehe, da muss ich an dieses eine Lied denken, dieses Und wir stehen hier im Regen. So ein bisschen romantisch und so mit dem Regen. Von welcher Band war das nochmal? Schwul? Keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung mehr. Aber egal, darum geht es jetzt ja auch überhaupt nicht. Egal, vielleicht bekommen wir das nochmal hin, uns nochmal gegenseitig in den Arsch zu treten. Du bist ja, das darf man glaube ich verraten, mittlerweile nicht mehr im Norden beheimatet, sondern im Süden, in Bayern. Wie das passieren konnte, weiß ich auch nicht. Obwohl man da, wo du wohnst, darf man ja, glaube ich, auch nicht sagen, man kommt aus Bayern, sondern das heißt dann... Aus Franken. Genau. Also, habe ich gelernt, ich bin Oberfranke. Genau, aus Franken, nicht aus Bayern. Genau, wusste ich vorher auch nicht, aber ich habe es gelernt, ja. Sehr, sehr gut. Und wir werden ja reagiert von unserem Ministerpräsidenten nach wie vor, der Markus... Aber Söder? Markus Söder, genau. toller Typ, wir fragen uns zwar, voll gut.
wie es weitergeht mit der Wrestling-Szene nach diesem harten Lockdown, dem erneuten 50. harten Lockdown zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ja, okay, ja. Wir schauen aber jetzt mal nach vorne zu unserem nächsten Spiel. Das nächste Spiel ist nämlich genau passend für dich, deswegen diese lange Einleitung. Ein Integrationstest für Franken. Bist du denn überhaupt bereit, mental ein Franke zu werden? Und um das zu testen, haben wir keine Kosten und Mühen gescheut und haben den ehemaligen Brain Games Teilnehmer Georg Schoschi Gwerch zu Hilfe geholt. Der ist bekannt, oder? Der übrigens auch am 5.3. in Lübeck ist. Der hat auch schon mit dir bestimmt im Hotspot gekämpft, ne? Ich weiß gar nicht. Doch, ich habe schon mal gegen Schoschi gekämpft und mit Schoschi, glaube ich. Bei diesem Integrationstest wird Schoschi dir Promos von verschiedenen Wrestlern aus der WWE vortragen, auf Fränkisch natürlich, und du musst herausfinden, wer wird da gegen wen gerade in der Fehde zugange sein, wer hält diese Promo und gegen wen ist diese Promo gerichtet. Okay. Wir schalten sofort zu Schorschi, er wird die erste Promo für dich vortragen. Leid. Die Leid. Die gleichen Leid, die The Rock im letzten Jahr beim Raffen ausbuht haben. Die gleichen Leid, die den Rock ausbuht haben, wie er sein Ständerler vom Lehm gesungen hat. Die gleichen Leid, die wie blöd schreien, wenn der Rock sie verkauft. Oh ja, der Rock hat sie verkauft. Er hat jede WrestleMania, auf der er war, ausverkauft. Siehst du das? Ja, du siehst das. Die Leute wollen mich innen drin verletzen. Innen drin. Die wollen ihren Bürgermeister verletzen. Drum ist es so. Heute kennen mich alle einmal einen Buckel runterrutschen. Du hast es gehört. Ich gebe dir drei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Ich denke, der das gesagt hat, ist relativ klar. Wir reden von: War das The Rock gegen John Cena bei WrestleMania 29? The Rock in seiner Fädenaufbau gegen Steve Austin bei WrestleMania 19 oder The Rock gegen Goldberg bei Backlash? The Rock und WrestleMania ist, glaube ich, schon mal Fakt. Und ich nehme, glaube ich, Steve Austin. Steve Austin? The Rock gegen Steve Austin bei WrestleMania 19. Vollkommen richtig. Herzlichen Glückwunsch. Ich wusste es doch. Eindeutig. Drei Punkte für dich. Erste Promo schon mal im Kasten. Wir schauen uns sofort die zweite an. Schorschi, ab. Ey, Kaktus, du machst mich krank. Welche dir mal gleich herspeier und erwiesen hat sie auch, dass da mein Geduldsfaden immer dünner wird. Welche der ganzen Sache zwischen uns zwar. Schau, du hast das nicht hingekriegt. Du hast das nicht geschafft. Aber dein Gesicht schaut mir immer nur blöd an. Das geht mir jetzt aber viel zu lang. Das ist an der Zeit, dass ein für alle Mal Schluss ist. Drum schlage ich vor, dass du und ich nur einmal raffen. Ein einziges Mal. Aber das wird das allerletzte Mal sein, dass du das fordern darfst. Ach ja, die Regeln darfst auch du entscheiden. Aber das wird eine normale, ganz normale Sache zwischen uns. Keine Keilerei, kein Stacheldrahtgeschlamp, kein Blechspielzeug oder was mitgebracht. Na, eine ganz normale Rafferei. Danke, Schorschi, an dieser Stelle. Und Dave, für dich die schwierige Aufgabe. Um was ging es denn da? War es Triple H gegen Cactus Jack für No Way Out? War es Sting gegen Triple H für WrestleMania? Oder war es Edge gegen Cactus Jack bzw. Mick Foley bei WrestleMania 22? Schorschi, du bist auch ein dummes Arschloch, ne? Kannst du mal nicht mal irgendwie Deutsch reden, Alter? Oder Englisch? Englisch wird besser, ich gleich, worum es geht. Bin ja ein ganz großer Mick Foley, Cactus Jack Fan, Mark, wie auch immer. Eigentlich, aber alle Kämpfe waren ja alle Hardcore, aber der Mann ist without oder ohne Gedöns. Ich glaube, 98 war das mit Triple H dann, das war No Way Out, ne? Das war der Käfig, war das, glaube ich, ne? 1, 2 oder 3, letzte Chance vorbei. Dave, was könnte es sein? Dann nimm doch mal, ich nehme mal Cactus Jack gegen Triple H. Das ist, glaube ich, das Match, wo, glaube ich, No Way Out war. Das war mit Käfig, oder? Und ohne Werbepause lösen wir gleich auf. Es ist vollkommen richtig. Herzlichen Glückwunsch. 3 Punkte für dich. Sehr, sehr cool. Herzlichen Glückwunsch. 6 Punkte, volle Punktzahl in diesem Spiel für dich. Es ist ja nach... Es ist ja nach wie vor Corona.
wenn man jetzt mal ganz, ganz böse ist, 5.3. ist die nächste Veranstaltung. Ich sehe da immer grundsätzlich schwarz. Also ich bin kein Optimist, sondern ich bin das andere, das Gegenteil davon. Pessimist? Nee, ich bin Pessimist. Beides nicht, aber ich bin halt Realist. Und wir versuchen es. Also wir gucken mal, was passiert. Da bin ich drauf gespannt. Was bei Brain Games passiert, das ist klar. Du hast nämlich in 2,5 Spielen hast du insgesamt 13 Punkte erreicht. Du hast nämlich 2 Punkte leider nicht erreicht. Falls du dich jetzt fragst, was für ein Blödsinn, ich habe doch nur ein Spiel bzw. 1,5 Spiele gespielt. Das zweite Spiel war das Lucha Underground Quiz, ein Spiel, das wir noch nie gespielt haben. Aber da du ja so lange Maskenträger warst, dachte ich mir, es passt auf dich perfekt. Ich habe dir während der Show ein paar blöde Fragen gestellt und so getan, als könnte ich die Antwort nicht. Und eigentlich waren das Fragen an dich und du hast die beantworten sollen. Und 4 davon hast du auch komplett richtig beantwortet. Damit ist der Endstand klar. Freu dich über 13 Punkte und unsere Siegerin der zweiten Staffel steht damit auch fest. Es ist Jessie Gabbert, die Alpha Female. Herzlichen Glückwunsch, du bist die Siegerin von Staffel 2, 2,5 Brain Games. Das ist bestimmt geschummelt. Ja. Das könnten wir als letzte Worte von dir stehen lassen. Wir können es gerne als letzte Worte von dir stehen lassen, aber es ist Tradition bei 2,5 Brain Games, dass immer der Gast, also in dem Fall du, das letzte Wort hat. Das heißt, wenn du noch was an die Fans richten möchtest, hier ist dein Mikrofon, ab damit. 5.3. Lübeck geht's wieder ab mit voller Action, deutschlandweit, eventuell europaweit, wenn wir dürfen, aber nicht verpassen, die Karten sind schon fast ausverkauft. Sieh zu, 5.3. Lübeck. Piu! Da. Piu, 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 warte.